Also ich weiß echt nicht, was mit mir los ist. Erst verpeile ich das Datum der WWDC um eine Woche, sodass ich leider für den Algorithmus und für euch dieses Video hier zwischen reinquetschen musste. Und jetzt auf einmal vergesse ich auch noch, dass sogar noch was auf dem Postweg zu mir war. Denn heute geht es um die Sonos Ray, die neueste und erschwinglichste Soundbar aus dem Hause Sonos. Auch wenn ich vielleicht ein kleines bisschen unvorbereitet war, als das Ding einfach bei uns auf der Schwelle lag. Glücklicherweise haben wir schon so einige YouTuber vorab Material davon aufnehmen können und deswegen fiel mir die Recherche für eben dieses Video ein kleines bisschen leichter als so manches Mal. Beste Grüße gehen hier raus, speziell in die Schweiz. Hier kommen also wie gewohnt etwa 2 Minuten Fakten und mein anschließendes Review, wahrscheinlich eher so ein Ersteindruck zur neuen Sonos Ray. Los geht's! Ganz ehrlich, ich habe mich immer gewehrt, in ein neues, smartes Lautsprechersystem einzusteigen. Sonos ist aber auf einem guten Weg, dass ich das Ganze vielleicht nochmal überdenke. Und die Sonos Ray ist für einen Neueinsteiger und Apple-Enthusiast wie mich der perfekte Sprung ins kalte Wasser auf dem Weg zu neuen Ufern. Ich kenne bereits viele Fans der Marke und mit einer neuen Low-Budget-Soundbar, zumindest für Sonos-Verhältnisse, fällt diese genau in meine derzeitigen Bedürfnisse. Die Sonos Ray macht einiges anders als seine Geschwister, wie zum Beispiel die Sonos Beam oder Sonos Arc. Denn die Ray versucht, sich selbst mit einem übersichtlichen, aber überzeugenden Fähigkeitenspektrum zu präsentieren. Experimentellen oder simulierten Surround-Sound sucht man hier vergebens. Und obwohl Sonos bald sogar für aktuelle und ältere Geräte einen neuen Sprachassistenten in Umlauf bringt, hat die Sonos Ray nicht mal Mikrofone. Also auch kein Sprachassistenten. Und auch wenn ich am Anfang ein kleines bisschen skeptisch war, wie das vollkommen nach vorn gerichtete Soundbild sich in meinem Esszimmer entfalten würde, sind die ersten Erfahrungen überraschend gut. Als Ersteindruck sind mir gleich mehrere Sachen aufgefallen. Erstens, die Verpackung wirkt wertig, wenn auch schlicht und es ist mal wieder schön, etwas auszupacken, was nicht einfach nur zweckmäßig eingetütet war. Darüber hinaus ist die Sonos Ray trotz Vollplastikdesign wirklich schön. Und zuletzt, wusstet ihr, dass das Sonos-Logo in der Y-Achse komplett symmetrisch ist? Egal wie man es dreht oder wendet, Sonos bleibt immer Sonos. Sowas fasziniert mich. Ansonsten ist alles sehr minimalistisch. 3 touchsensitive Flächen auf der Oberseite für lauter, leiser, Play und Pause und auf der Rückseite die Anschlüsse für Strom, das im Lieferumfang enthaltene optische Übertragungskabel und einen LAN-Anschluss sowie ein Sonos-Button, der für einen Verbindungsvorgang genutzt werden kann, wenn man mal gerade nicht über den AirPlay-Standard unterwegs ist. Und das ist er also. Der Low-Budget-Einstieg im Bereich von Sonos und gleichzeitig mein erster Eindruck von der Marke Sonos selber. Ich muss sagen, alles wirkt hier wie aus einem Guss. Der Verzicht auf besondere Materialien wie Meshgewebe oder Metall stört mich im Design nicht im geringsten. Natürlich bieten die größeren Schwestern wie die Sonos Arc oder Roam ein kleines bisschen mehr Fülle für das räumliche Erlebnis, aber ich denke, die Ray ist hier auf einem echt guten Weg unterwegs. Und für etwas mehr Detail geht's jetzt in mein Review. Wie gerade schon eben erwähnt, ich bin eigentlich bis vor kurzem sämtlichen Alternativen zu meinem aktuellen Lautsprecher-Lineup komplett aus dem Weg gegangen. Und das Ganze aus 3 Gründen. Erstens, schlechte Erfahrungen mit allem anderen, was ich sonst so hatte. Sound über HDMI auszugeben, furchtbare Geschichte. Zweitens, der HomePod. Drittens, der HomePod Mini. Wenn man einmal an dem Punkt angekommen ist, dass man seine Geräte komplett widerstandsfrei in seinem kompletten Haushalt nutzen kann, dann möchte man einfach diesen Status nicht mehr verlassen. Ich habe beispielsweise in unserem Wohnzimmer eine bedeutend teurere und eigentlich richtig coole Sony Soundbar mit einem separaten Sub. Der Sound ist einfach klasse. Der Rest vollkommener Murks. Eine furchtbare Bedienung und eine katastrophale Verbindungspolitik über HDMI. Über den optischen Eingang funktioniert das Ganze ein kleines bisschen besser. Jedoch ist es ab und zu so, dass sich Subwoofer und die Soundbar wie in einer schlechten Ehe einfach dazu entscheiden, dass ihre Verbindung einfach nicht mehr so ist wie früher. Nun muss man aber auch sagen, dass das Lineup der HomePods aufgrund der Einstellung des original größeren HomePods relativ übersichtlich ist. Das bedeutet, wenn das so weitergeht und nicht irgendwann mal Nachschub kommt, muss ich mich zwangsläufig nach einer Alternative umsehen. Und hier kommt die Sonos Ray ins Spiel. Und frei nach dem Motto Never touch a running, but still slightly disappointing system habe ich das ganze Ding nicht in meinem Wohnzimmer etabliert, sondern in unserem Esszimmer, / meinem Aufnahmezimmer. Und nochmal / theoretisch genau da. Denn der Samsung Frame hinter mir braucht definitiv eine externe Audio-Wiedergabemöglichkeit, denn das, was der so herzaubert, ist eine Katastrophe. Und deswegen habe ich hier permanent eigentlich den original großen HomePod genutzt, denn ich nutze hier meistens ein Apple TV und eine PlayStation. Das erste halt in Verbindung mit dem HomePod, weil sich die ja komplett nativ miteinander und dauerhaft verbinden können, und die PlayStation nutze ich sowieso meistens mit Headset. Aber gehen wir jetzt mal langsam meinen Ersteindruck durch. Kommen wir zur Aufstellung und Einrichtung. Die Sonos Ray
macht einem die ersten Schritte wirklich angenehm einfach. Das Aufstellen war nur so kompliziert, wie ich es mir selbst gemacht habe, und die Ersteinrichtung über die Sonos-App war hier kinderleicht, weil einem die App wirklich sämtliche Denkaufgaben von ganz alleine abnimmt. Ich habe mich entschieden, die Sonos Ray mittels des mitgelieferten optischen Audiokabels an die One Connect Box von dem Samsung Frame anzuschließen. Das hat diverse Vorteile. Klar könnte man diese auch komplett kabellos über AirPlay nutzen. Hier ist aber das Problem, ich müsste dann theoretisch am Apple TV jedes Mal aufs Neue die Ausgabequelle neu anwählen. Und hier ist es jetzt einfach so gelöst, dass nicht nur das Apple TV, sondern sogar auch die PlayStation jetzt endlich mit Sound über die Sonos Ray verfügen kann. Nächste Kategorie und wahrscheinlich sogar eine der wichtigsten für eine Soundbar. Wie ist der Klang? Zugegeben, ich tue mich immer ein kleines bisschen schwer damit, Kopfhörer oder andere Wiedergabegeräte in Klang zu beschreiben. Und deswegen dachte ich mir, vergleiche ich diese einfach mit dem, was ich habe. Meine gerade eben erwähnte Sony Soundbar ist der Sonos Ray ziemlich klar überlegen. Das ist aber auch gar kein Wunder. Denn aufgrund der Tatsache, dass diese halt noch mit einem Subwoofer zusammenarbeitet, können sich die kompletten Frequenzen halt unter den unterschiedlichen Geräten halt aufteilen. Das gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Raum zum Atmen. Und ich glaube, UVP-technisch war die auch grob doppelt so teuer wie die Sonos Ray, und das ist ja auch schon mal ein grober Indikator. Meine zweite Vergleichsmöglichkeit ist definitiv der große HomePod, denn diese liegen so ungefähr im gleichen, naja, Lifestyle-Segment, aber halt auch im gleichen preislichen Segment. Und ich muss wirklich sagen, wenn ihr den HomePod kennt und wenn ihr den Sound mögt, dann werdet ihr die Sonos Ray auch definitiv lieben. Vom allgemeinen Klang her sind die aber trotzdem ein kleines bisschen unterschiedlich, denn wo der HomePod ein kleines bisschen raumfüllenderes Erlebnis bietet, aufgrund der Tatsache, dass er halt komplett rund ist und in alle Richtungen strahlt, hat die Sonos eher ein sehr zielgerichtetes klangliches Erlebnis. Ich denke, für alles gibt es eine Vorteilssituation. Bei Filmen zum Beispiel gefällt mir die Sonos Ray einfach besser, weil der HomePod halt nicht weiß, wo es rechts, wo es links, wo es vorne und wo es hinten, weil er komplett rund designt ist. Bei der Sonos Ray ist halt links, links und rechts, rechts. Das gibt dem Ganzen halt zwar kein Surround, aber ein sehr gutes Stereo-Feeling. Und was Musik angeht, ist das Ganze natürlich eine etwas geschmackliche Frage. Der HomePod kann mir natürlich aufgrund seiner Bauform ein ziemlich räumliches Musikerlebnis bieten. Und bei der Sonos Ray ist es halt wieder relativ zielgerichtet. Hier ist es also, wie gesagt, Geschmackssache. Ich mag beides ziemlich gerne. Glücklicherweise gibt es hier noch eine kleine Möglichkeit der Verbesserung. Wenn man sich zum Beispiel die Zeit nimmt, über die Sonos-App mit der TruePlay-Funktion den Raum, in dem der Sonos Ray steht, nochmal zu vermessen bzw. das Klangbild zu vermessen, dann kann das Ganze nochmal eine Nuance angepasst werden. Es ist keine richtig große weltliche Veränderung, aber trotzdem habe ich gerade im Bereich der Musikwiedergabe gemerkt, dass hier nochmal ein kleines bisschen mehr Detail rauskommt. Und last but not least, vielleicht eine der wichtigsten Fragen, wenn es um so ein Video hier geht. Für wen ist die Sonos Ray interessant? Meines Erachtens nach für jeden, der nicht gerade darauf bestrebt ist, sein Heimkinoerlebnis auf das größtmögliche Level zu katapultieren, sondern für all diejenigen, die einfach nur einen kleinen, aber richtig schönen Schritt nach vorne machen wollen. Wenn ihr also sowohl bei Filmen als auch Musik ein schönes und vor allem unkompliziertes Klangerlebnis haben wollt, dann könnt ihr wirklich bedenkenlos zu Sonos Ray zugreifen und ihr werdet definitiv positiv überrascht sein. Und für mich als ganz besonderes Bonbon, muss ich sagen, ist diese vollkommen Apple AirPlay kompatibel. Das bedeutet, in unserem kompletten Ökosystem ist es möglich, auch die Sonos Ray komplett latenzfrei gleichzeitig mit all unseren bestehenden HomePods Musik oder halt auch Film-Audio wiedergeben zu lassen. Egal ob Filme oder Musik. Die Sonos Ray klingt einfach super. Wisst ihr, was noch super klingt? Ein Abo für eben diesen Kanal. Das hier ist zugegeben erstmal nur ein Ersteindruck zur Sonos Ray. Die richtigen Tests und auch vor allem mein Langzeit-Review kommt aber definitiv auch noch. Und deswegen denke ich, solltet ihr an meinem Kanal dranbleiben, wenn ihr daran interessiert seid. Und zum guten Abschluss würde ich euch gerne noch beichten, warum ich die Sonos Ray eigentlich gekauft habe. Denn eigentlich war der Bedarf nicht so richtig da, aber meine Frau war ein kleines bisschen unzufrieden vom Sound des HomePod Mini in unserer Küche. Denn vorher stand der große HomePod bei uns in der Küche und dementsprechend hatten wir da auch ein bisschen besseres Klangerlebnis. Da der Frame aber richtig kacke klingt, brauchten wir hier was. Also die Alternative steht dann da. Oder stand dann da. Dadurch, dass sie aber jetzt in der Küche wieder besseren Sound haben möchte, muss ich diesen kleinen hübschen wieder irgendwo anders hinstellen. Bist du traurig? Mir geht es gut. Falls du dich gerade so fühlst, lass mich wissen, ob du einen Rat hören möchtest. Ja. Manchmal kann es helfen, sich einen ruhigen Moment zu gönnen. Du könntest deine Lieblingsmusik hören oder etwas frische Luft schnappen. Danke. Gar nicht so schlecht. Das war skripttechnisch nicht mal geplant. Warum machen die Leute eigentlich immer Witze über Siri?
Nichtsdestotrotz, ich denke, das ist der perfekte Moment, um dieses Video zu beenden. Und ich werde den Ratschlag von ihr befolgen. Denn ich lehne mich jetzt noch ein kleines bisschen zurück und werde über die außergewöhnlich gute Sonos Ray ein kleines bisschen Musik hören. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gern einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr den anschließenden Langzeittest so nach ungefähr 3 bis 4 Wochen sehen wollt, wie gesagt, abonnieren ist hier eine gute Möglichkeit, um dran zu bleiben. Freunde des modernen Lebens, das soll's von mir gewesen sein. Beste Grüße von der Grünen Wiese und bis zum nächsten Mal, euer Manoah.